Mein Arm geht wieder hoch. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Video. Yay! Heute ist schon der zweite Tag und das dritte Video. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Soll ich sagen? Ich glaube, ich werde das mal sagen. Hi und herzlich willkommen zum 2. Dezember, weil es ist ja das dritte Video, aber der 2. Dezember. Irgendwie ist das ein bisschen kopftricky. Also ich werde heute versuchen, das Video etwas kürzer zu drehen, denn wenn ich jeden Tag ein Video hochlade und jeden Tag euch so 15 bis 20 Minuten hochlade, ich glaube, das wird ziemlich tricky werden, weil dann habt ihr nämlich ganz schön viel Stoff anzugucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Wie findet ihr das eigentlich? Fandet ihr die vorigen Videos zu lang? Ich fand die etwas zu lang. Weiß nicht. Muss mal gucken. Also auf jeden Fall, ich bin heute Morgen aufgestanden, viel zu früh, ich habe mir den Wecker falsch gestellt. Ich arbeite heute von 2 Uhr bis um 21 Uhr abends und ich bin schon seit um 4 Uhr wach, das ist irgendwie gar nicht gut. Aber ich bin nicht direkt aufgestanden, ich bin dann nochmal ein bisschen eingeschlafen, also von daher wird das in Ordnung sein. Und ich war heute schon mit dem Hund draußen und ich habe mir heute Morgen die Haare gewaschen. Die sind jetzt noch ein bisschen nass und habe gemerkt, dass mein Ansatz langsam rauswächst von meinen Strähnen. Seht ihr das? Ja. Irgendwie lustig. Genau, auf jeden Fall. Es ist auch schon 2 Monate her. Ist das schon 2 Monate her, dass ich meine Strähnchen machen lassen habe? Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Also ich weiß noch immer nicht, wie ich das am besten mache mit den Adventskalendern. Also ich glaube, ich werde es so machen, dass ich die Sachen da rausholen werde, mich in mein Zimmer reinsetzen werde und euch es dann zeigen werde, was ich aus den Adventskalendern rausgeholt habe, weil ich glaube, das eskaliert sonst. Ich meine, ich finde es eigentlich schöner, das vor euch dann aufzumachen, mit euch das anzugucken, aber das funktioniert nicht mit dem Autofokus, das wird nichts. Und genau, deswegen, ich habe jetzt aber erstmal sowas von Lust auf meinen After 8 Adventskalender. Ich weiß nicht, vielleicht finden das einige von euch ein bisschen ekelhaft, direkt morgens sowas zu essen, aber ich finde das irgendwie, ich find's cool. Und genau, ich mache mal das zweite Türchen bei meinem After 8 Adventskalender auf. Ich gucke erstmal, wo es ist und ich habe es direkt gefunden. So. Ta-ta-ta. Und da habe ich was, das ist, da steht auf jeden Fall Dark drauf. Mein Hund ist im Hintergrund. So, das ist, ich denke mal, da wird eine, das ist dunkle Schokolade. Okay, gut, das ist ja auf der Date immer. Aber mit einer dunklen Füllung. Ja. So, jetzt kann ich mit euch reden. Ich werde mich jetzt nochmal hinlegen. Ich muss nämlich noch die Infobox für Vlogmas Tag 1 schreiben. Hochgeladen ist es schon. Gott sei Dank, es hat alles funktioniert. Ich habe immer Angst, weil ich das ja immer über die Nacht hochladen muss, dass es irgendwie abstürzt. Und ja, ich habe da mal ein bisschen Angst. Und wenn ich mich kurz hingechillt habe und ich gucke hier nebendran noch eine Serie und dann werde ich die anderen Türchen aufmachen, aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Also ich habe gerade beschlossen, ich mache jetzt die anderen Adventstürchen auf. Und ja, ich werde erst mit Balea, ich werde erst mit Balea anfangen und dann gehe ich zum The Body Shop Adventskalender. Ich mache das hier auf und dann gehe ich in mein Zimmer rein. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist die 2? Hier unten ist die 2. So, upala. Das ist das erste. Und jetzt gehe ich hier hin. Da ist hier die 2.
So. So, und ich bin wieder hier auf meinem Bett und ich finde das irgendwie total gemütlich. Und ja, irgendwie werde ich, denke ich mal, auch mehr Videos so drehen, weil irgendwie finde ich das total cool und gemütlich. Und ja, also jetzt will ich euch zeigen, was ich rausbekommen habe. Das habe ich aus meinem The Body Shop Adventskalender. Das ist das intensive Pflege-Shampoo. Finde ich auch total angenehm. Das habe ich auch schon des Öfteren gehabt, auch in der Full-Size-Größe. Und ja, das ist sehr gut, wenn man irgendwie unterwegs ist, kann man das immer mal ganz gut mitnehmen. Und das hier habe ich jetzt noch nicht geöffnet. Das ist ja eigentlich das Coole. Das kann man nämlich auch so mitnehmen. Und ja, jetzt mache ich es mal auf. Tada! Das ist ja cool. Ja, ich habe so Peeling-Handschuhe bekommen. Jetzt frage ich mich natürlich, werden die mir überhaupt passen? Ich mache es gerade mal auf, weil ich... Upala, ich habe ja große Hände. Okay, sie passen. Okay, das ist cool. Sowas habe ich noch nie gehabt. Das kann ich dann mal ausprobieren. Finde ich auf jeden Fall mega cool. So, und genau, ich denke mal, wie findet ihr das jetzt, wie ich das so gedreht habe? Das Problem ist halt wirklich, wie ich gestern schon gesagt habe, irgendwie hat mir das nicht gepasst, weil so kann ich nämlich auch mal ein bisschen den Fokus ändern. Und jetzt zum Beispiel kann ich euch das hier hinhalten, hier drauf drücken. So, jetzt seht ihr das. Und deswegen, jetzt muss ich mich wieder in den Fokus setzen. Ich denke mal, ich werde die Sachen aus dem Adventskalender rausholen und dann werde ich mich irgendwo hinpflanzen und werde euch das dann hochhalten. Ja, ich glaube, das ist am besten. Da kann ich dann auch noch mal ein, zwei Worte dazu sagen. Und ja, ich finde das irgendwie angenehmer. Gut, nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt noch mal hinlegen. Ich werde jetzt noch mal was essen. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich essen soll. Ich bin mit meinem Essen, das ist immer so eine Sache. Mal gucken, ob es so funktioniert. Okay, jetzt muss ich mit dem spielen. Okay, auf jeden Fall, ich werde das jetzt auch schon mal wieder ein bisschen vorschneiden und mich jetzt hinpflanzen, was essen. Und genau, wir sehen uns dann nochmal. Mache ich mal, nein, ich mache keine Werbung, sondern ich muss euch mal was sagen. Und zwar, ich bin aktuell total süchtig nach diesem Spiel. Gut, mein, das ist jetzt hier ein bisschen dreckig. Ihr seht nichts. ja, jetzt ist es ein bisschen leise. Auf jeden Fall ist es so, da kriegt man jeden Tag 300 Energiepunkte, wenn man jetzt hier drauf drückt. Und dann ist es hier eine Story gerade und da kann man hier als weiterlesen. Und ja, also ich bin aktuell total süchtig nach diesem Spiel. Und ja, habe da irgendwie auch schon total viel Geld reingelegt. Hahaha. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat ein Spiel einen so gefasst und ja, irgendwie, ja. Ich spiele es jetzt eine Runde und PS, ich habe immer noch nichts gefunden, was ich essen soll. So, meine Lieben, ich bin wieder daheim, beziehungsweise ihr wusstet ja noch gar nicht, dass ich weg war. Und zwar, ich habe hier so gesessen, habe also überlegt, was ich essen soll und ja, mir ist dann in den Kopf gekommen, komm, dann gehst du nochmal schnell was einkaufen. Und ich weiß jetzt, was ich frühstücken werde, und zwar werde ich den hier frühstücken, beziehungsweise ich werde es nicht komplett trinken, weil das ist schon echt viel. Und zwar ist es True Fruits, dieses bärige. Und ja, ich habe daheim ja keinen Mixer. Also das, wo das halt alles klein macht, das habe ich leider nicht. Und ja, jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen von Facebook, okay. Auf jeden Fall, das werde ich jetzt zu mir nehmen als Frühstück. Und ja, jetzt dürft ihr mich alle total für bekloppt halten, weil ich habe mir nämlich noch ein bisschen was anderes gekauft. Und zwar, passt auf, habe ich mir das hier gekauft. Ihr dürft jetzt mich alle für total bekloppt halten. Und ja, das ist nämlich genau das, wenn ihr hier mal so drauf guckt, was auch in meinem After Eight Adventskalender drin ist. Aber ich bin sowas von auf den Geschmack gekommen, wieder das zu essen. Und ja, deswegen habe ich mir das eben gerade nochmal nachgekauft.
Und als Mittagessen, was ich ja, also ich muss immer, bevor ich zur Arbeit gehe, nochmal was essen, weil bis ich da Pause machen kann, dauert das immer ein bisschen. Und da habe ich mir nämlich hier diesen Nudelsalat gekauft. Der sieht so aus. So, jetzt muss er fokussieren. Genau. Und jetzt muss ich wieder fokussieren. Und ich mag ihn total gerne, weil es ist nämlich ein Nudelsalat ohne Fleisch. Und es ist total schwer, einen Nudelsalat ohne Fleisch zu finden, weil ich ja kein Fleisch esse. Und genau. Der ist total lecker. Und dazu gibt es dann ein paar Brezel. Ich habe mir auch noch ein paar Brezel direkt mit für die Arbeit gekauft, für danach. Und ja, das ist jetzt so mein Essen. Zumindest erstmal so für heute. Und genau, ich wollte euch nämlich noch was zeigen und eine riesen Kaufempfehlung machen. Und zwar ist es diese Tuchmaske, die es bei Rossmann gibt. Das ist die hier. Das ist nämlich mit Teebaumöl, genau, mit Teebaumöl und grüne Minze. Und ich werde mir die definitiv nochmal nachkaufen. Ich hatte ja letzte Woche total Probleme mit meinem Gesicht und das war total unrein. Und ich habe das genommen und man hat es wirklich nach einer Minute ungefähr hat man das richtig gemerkt, wie das so im Gesicht, ja, das Gesicht auch belebt. Also man wird dadurch richtig wach und ich finde es total genial. Ich muss mir die unbedingt nochmal nachkaufen. Ich mag ja eigentlich so Masken überhaupt gar nicht, aber die war schon echt mega geil und die muss ich mir nochmal nachkaufen. Also da kann ich euch auf jeden Fall nochmal als Tipp geben, weil die ist nicht so, also ich habe ja eine relativ dünne und trockene Haut. Und die ist wirklich sehr angenehm, aber macht auch das Gesicht sauber, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall, jetzt habe ich mich total wieder überschlagen. Ich werde jetzt mein Smoothie genießen und ich werde dabei noch eine Serie gucken. Wenn es euch genau interessiert, werde ich jetzt The Unnaturals angucken oder Vampire Diaries. Ich weiß nicht, die laufen ja immer donnerstags auf 6. Ich nehme das immer auf, dass ich das am nächsten Tag angucken kann und ja, das werde ich jetzt angucken. Und genau. Und wir sehen uns dann noch mal. Hi, meine Lieben, und ich bin daheim. Und ja, ich habe mich jetzt nicht noch mal nachgeschminkt. Oh, ey, caramba. Ich bin fix und foxy. Wir haben jetzt, ich glaube, wir haben jetzt 10 Uhr. Und ich sollte mal ganz dringend mein Handy laden. Handy lädt jetzt. Sorry, ich hatte gerade meine Hand vor meinem Mund. Ja, also ich hatte heute einen sehr anstrengenden Tag, aber ich glaube, jeder, der im Einzelhandel arbeitet vor Weihnachten, kennt das Gefühl. Und ja, also ich bin jetzt wirklich froh, dass ich daheim bin. Wir haben jetzt, glaube ich, kurz vor 10 Uhr abends und ja. Ich durfte nochmal das Auto kratzen und das ist das allertollste Gefühl, wenn man von der Arbeit rauskommt und das Auto kratzen darf, um nach Hause zu fahren. Wer kennt dieses Gefühl? Ja, auf jeden Fall, meine Laune hat sich etwas gesteigert, als mir aufgefallen ist, dass ich ja noch ein Türchen zum Öffnen habe. Und zwar den von Rittersport. Ich gucke mal, ob ich das jetzt finde ohne meine Brille. Ach, ganz unten, ich hab's. Ich mache das jetzt mal gerade so auf und ich freue mich total, denn es ist Joghurt. Yay! Eins meiner Lieblings-Schokostücke. Und genau, ich habe jetzt noch nicht gesehen, was ihr so kommentiert habt oder ob ihr überhaupt kommentiert habt unter meinem jetzigen Video, denn mein Handy war aus. Ich schaue jetzt mal kurz drüber nach. So, also. Es waren wieder zwei Kommentare da und ich habe mich super drüber gefreut. Und zwar war nämlich einmal von der lieben Miss Lodess eine super YouTuberin im Übrigen. Die macht immer super tolle Japan-Vlogs oder beziehungsweise sie war ja eine ganze Zeit lang in Japan und ich bin ja auch ein totaler Japan-Fan und war ja auch schon zweimal dort. Was will ich jetzt sagen? Sie hat auf jeden Fall mir auch kommentiert, dass sie meinen Vlog sehr cool fand und dass sie nicht mehr ohne Eyeliner kann. Kann ich komplett nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ich benutze oder seit wann trage ich eigentlich schon Eyeliner? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich trage Eyeliner schon seit 8 Jahren oder sowas, aber das
ich habe jetzt irgendwie eine andere YouTuberin kennengelernt, die das halt auch immer mal so ohne Eyeliner benutzt. Und irgendwie finde ich das total toll. Und ja, irgendwie bin ich jetzt auch auf den Trip gekommen. Aber danke, dass du findest, dass mir das steht. Beziehungsweise, ich glaube, ja doch, hast geschrieben, dass es mir steht. Und danke auf jeden Fall. Und ja, ich finde es irgendwie auch ganz cool. Okay, mein Make-up ist jetzt ja eh total im Eimer, weil ja, es ist schon spät abends. Und mir hat noch jemand drunter geschrieben, dass er auch das Video cool fand und dass er sich aufs dritte Video freut. Ja, also vielen lieben Dank erstmal für eure Kommentare. Und genau, also falls ich nicht eure Kommentare kommentiere, ich muss das dann mal am Wochenende machen, aber ich habe eure Kommentare wahrgenommen und ich kommentiere es hier direkt über hier so. Ich finde es irgendwie sogar cooler. Und ich bin zu müde. Morgen ist Samstag. Morgen darf ich genauso arbeiten, wie ich heute gearbeitet habe. Von 2 Uhr, also von 2 Uhr Mittag, von 14 Uhr bis um 21 Uhr abends, aber danach ist ja Wochenende, von daher alles cool. Aber ja, morgen muss ich nochmal ran und deswegen werde ich jetzt das Video auch hier beenden. Das war jetzt auch schon wieder lang genug und genau, ich würde mich wieder wie immer freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen und genau, hoffe, wir sehen uns morgen. Bis dahin, tschüss!